Der Automobilverband VDA warnt davor, dass Deutschland als Branchenstandort auf der Strecke bleiben könnte. Die deutschen Hersteller würden den Wettlauf um die Zukunft nicht verlieren. Aber, sagte VDA-Chef Müller, der deutsche Standort ohne massive Reformen schon. In München startete am Morgen die internationale Automobilausstellung, kurz IAA. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen die deutschen Hersteller vor allem auf Technik und Innovation. Mercedes-Chef Kalenius stellte gemeinsam mit Tennisstar Roger Federer das Konzeptcar CLA vor, das Anfang 2025 auf den Markt kommen soll. Vom Motor bis zur Batterie. Zellenchemie, alles ist komplett neu. Mercedes verspricht 750 Kilometer Reichweite und vor allem einen drastisch niedrigeren Energieverbrauch. Die Rede ist vom 1-Liter-Auto des Elektrozeitalters.